Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Commentary auf The Game Cutie. Heute wieder ein Let's Play. Es dürfte theoretisch Teil 2 sein. Doch heute bin ich Lars alleine, denn ich bin leider krank, also sehr stark verschnupft. Mein Hals brennt wie die Hölle. Und deswegen kann ich leider jetzt nur alleine aufnehmen. Denn der Alex, der ist noch in der Schule. Und der Yannick, der ist glaube ich auch krank, weil der hat mich glaube ich sogar angesteckt. Aber der ist jetzt halt nicht am Minecraft spielen, deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal eine Folge alleine. Denn meine Mutter hat heute Geburtstag und das heißt, Chrissys Eltern kommen. Dann werde ich nämlich das Video jetzt auch noch rendern, genau wie 3 Live-Commentaries, die wahrscheinlich schon hochgeladen wurden. Oder wenn nicht, dann kommen sie halt noch von MW2 und noch Teil 1 der Let's Play-Serie. Die habe ich jetzt schon fertig gerendert, also bis auf das, was ich halt logischerweise gerade aufnehme. Und die werde ich dann auf einen USB-Stick ziehen und Chrissys Eltern mitgeben, dass er Christian hochladen kann, weil bei mir, kannst du vergessen, sowas kann ich nicht hochladen, es dauert auf jeden Fall zu lange. Ja, also nochmal kurz zu mir bzw. meiner Stimme. Im Moment bin ich halt einfach mega krank. Ich glaube, der Yannick hat mich halt angesteckt. Ich meine, passiert. Es gibt Schlimmeres. Wir sind halt in einer Klasse, sitzen morgens im Bus nebeneinander und dann passiert es halt, dass man sich mal ansteckt. Also ich bin nicht böse oder so, passiert. Ist halt nur blöd am Geburtstag von der Mutter, wenn viele Gäste kommen abends. Krank sein ist blöd, aber kann man nichts machen. Ja, jetzt kurz, ich wollte hier noch gerade abbauen, weil ich neues Brot brauche. Weil ich habe langsam ein bisschen Hungersnot, wie man unten schon erkennt. Und für die, die es vielleicht jetzt gerade noch nicht bemerkt haben, es läuft jetzt Musik im Hintergrund. Gerade hat ein neues Lied angefangen, dementsprechend ist sie gerade ziemlich leise, aber die wird jetzt gleich wahrscheinlich noch lauter. Ich hoffe, das ist besser so, denn ich weiß nicht, bei Kronk hat mir halt gut gefallen, dass er da seine Musik hat. Das ist auch nicht die normale Minecraft-Musik, sondern ist halt eine extra Playlist. Das müssten theoretisch auch noch die Lieder sein, die Kronk selbst benutzt. Die habe ich mir in YouTube rausgesucht, dass ich die halt zum Gameplay unterlegen da einbringen kann. Weil ich es persönlich auch schöner finde, das dann zuzugucken, weil wenn dann mal geschwiegen wird, ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit durchlabern, dann weiß ich nicht, ich persönlich empfinde das dann so, dass es nicht ganz so langweilig wird, wenn halt trotzdem noch irgendwie auf die Musik achtet. Hier ist irgendein Viech. Na egal, solange es mich nicht stört. Und dementsprechend habe ich halt jetzt die Musik dabei laufen. Ihr könnt ja schreiben, ob es euch so gefällt oder nicht. Und bitte bewertet das, weil es ist so ein großer Aufwand. Und im Endeffekt ist es mir egal, wenn es kaum einer guckt. Also kaum einer, selbst für wenige Leute würde ich es schon machen, weil ich mache es größtenteils für mich, weil ich Spaß dran habe. Aber ein bisschen Feedback wäre schon nicht schlecht, weil es ist doch eine Wahnsinnsarbeit, sowas zu rendern. Ich meine, es dauert, ich weiß nicht, ich hatte jetzt vor, so eine Viertelstunde das Video zu machen. Das dauert schon 1,5 bis 2 Stunden mindestens, bis es auf meinem PC gerendert ist. Und im Normalfall müsste ich es auch noch hochladen und das ist einfach nicht machbar, weil mein Internet so schlecht ist, dass ich dann da keine Möglichkeiten habe, das vernünftig hochzuladen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen am Hungern. Der andere Punkt war halt mit dem Feedback, ob ich es machen soll, weil ich weiß gar nicht, wie viele YouTuber Minecraft Let's Playen. Also ich hab's, also ich glaube, ich würde sogar mal behaupten, ich war einer der ersten, die Minecraft gespielt haben. Damals halt noch nicht legal, aber da wusste ich noch nicht, dass man so schon kaufen kann und sowas. Und da ist halt jetzt sozusagen das Problem. Hier muss noch was rein. Ist halt das Problem, dass jetzt inzwischen sehr, sehr viele Minecraft spielen und dementsprechend halt sehr viele Let's Playen, weil YouTuber gibt es ja ohne Ende inzwischen. Aber ich dachte mir, ich habe Spaß dran, machst du es trotzdem, vielleicht machst du dem einen oder anderen damit, oder tust du dem einen oder anderen Gefallen, wenn der euch gerne zuhört. Jetzt ist natürlich gerade blöd mit meiner Stimme, aber ich denke mal, das ist akzeptabel, wenn man sich ein bisschen eingehört hat. Jetzt muss ich erstmal Brot machen, ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. So. 7 Brote schon mal, glaube ich. Jawohl. Zack, und hier passt jetzt auch nochmal. Ist wieder eins übrig. Da habe ich die ganze Zeit schon. Das ist irgendwie ein bisschen überflüssig, das eine. Jetzt wollte ich noch gucken, ob ich genug Material habe. Ich würde nämlich hier gegenüber von meinem kleinen Häuschen ein zweites Haus bauen. Verdammt. Wie komme ich da jetzt ran? Ah, verdammt. Das war fail. Arschen. Hilft nur Kamikaze, Leute. Dip, dip, dip. Ah, genau, neue Rüstung wollten wir machen. Ich glaube, ich spiele sogar noch auf leicht. Dementsprechend geht das jetzt noch. Wollte ich noch umgestellt haben. Zack, zack. Aber erstmal bräuchte ich eine Rüstung. Nur blöd, dass ich nicht weiß, wie man eine Rüstung baut. Denn ich spiele es ja normalerweise an der Xbox. Und da wird direkt vorgegeben oder angegeben, wie man was erstellt. Hier, da. Ich bin super Schwein.
Deswegen muss ich jetzt gucken, ob ich das so alles hinkriege. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. Ah, schade. Ich glaube, gab es noch so wie Hose oder sowas. War da nicht? Out air. So. Oh Mann. So kann es auch anziehen, genau. Ich glaube, sonst belasse ich es einfach hierbei, weil ich glaube, ich werde es nicht hinbekommen. Müsste ich jetzt nachgucken und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ist nicht irgendwie sowas. Ah, wisst ihr was? Mir jetzt egal. Schere brauche ich nicht. Muss erstmal als Schutz reichen. Ich will mich jetzt nicht weiter blamieren. Entschuldigung. Und da ist schon das nächste Skelett. Ich glaube, ich lege mich einfach in mein kleines Bettchen, das ich hier unten bescheiden aufgebaut habe. What the fuck? Ja, geil. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Den da schon... Jetzt habe ich ihn angeguckt. Scheiße. Ich glaube, hier ins Bett konnte ich mich nämlich auch nicht reinlegen. Ah, scheiße. Ah, da Yannick spielt MW3. Ja, geil. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt einmal so ein Vieh getötet, also ein Enderman getötet bekommen, weil die mir irgendwie zu schwer sind. Und jetzt, wo ich stehen geblieben war, hier gegenüber, wollte ich noch ein anderes schönes Häuschen bauen. Dafür habe ich auch schon das nötige Material, nur irgendwie. Alter. So, noch fett am Längen wegen dem Drecksvieh. Teleport dich ruhig weg. Oh, das war knapp. Eieiei, da habe ich mir was angetan. Ich glaube, weil hier drei hoch ist, können die auch hier drin spawnen, ne? Oh, Drecksvieh, ey. Kann man so auch leben? Nee, schade. Oh, Mann. Ich könnte jetzt Tag cheaten, aber eigentlich hatte ich vor, nicht zu cheaten. Entschuldigung. So, jetzt geht auch die Stimme was besser. Es ist natürlich fett am Längen, weil dieses Vieh hier... Das Teleporten Fraps ein bisschen überfordert. Aber hört doch mal. Wo gammeln denn die ganzen Monster da rum? Hier habe ich Baumaterial. Ah, hier ist das Essen. Hier ist Baumaterial. Na, werde ich mir auf jeden Fall so was Nettes bauen. Wahrscheinlich wieder ein Holzhütchen. Ist es denn noch dunkel? Ah, da glitscht er rum. Ja, dann baue ich hier einfach meine Ruhe weiter. Das Holz könnte ich wahrscheinlich gebrauchen. Ich kann halt ein bisschen aufräumen, weil ich dann gleich in Ruhe mein Haus bauen kann. Kann das alles hier hoch. Zack, zack, zack. Die Knochen kommen weg. Oben für meine Pfeilindustrie sozusagen. Ah, jetzt leckt es die ganze Zeit ein bisschen. Ich hoffe, das ist gleich wieder weg. Ich denke mal, das passt schon so. Ah, ich kann neue Pfeile herstellen, sehr gut. Der Apfel, der kommt einfach auch mal mit hoch. Schwarzpulver auch. Melonenkerne kommen nach draußen. Aber ich hoffe, es ist halt wie gesagt gleich wieder Tag, weil ich sehr, sehr gerne ein Haus bauen würde. Aber ist natürlich scheiße, wenn die jetzt hier rumkommen. Ich überlege, vielleicht sind hier oben welche. Ich glaube, ich habe es ausgeleuchtet, ja. Bin ich natürlich ein bisschen überfordert. Ich glaube, mit dem Hausbauen selbst wird es nichts. Treffe ich jetzt erstmal Vorbereitungen. Mülleimer habe ich leider auch nicht. Also wie gesagt, wegen der Musik werten. Ich hoffe, es guckt jetzt noch jemand zu, weil es weiß alles nicht so geplant, dass es Nacht wird und dann plötzlich... Scheiß Enderman da sagen Art Totwache macht. Super, jetzt wird er noch angerufen. Moment, das schneide ich glaube ich weg. Ja. Ja. Gut, also ich schneide es nicht weg. Es ist jetzt einfach eine verkackte Episode. Denn bei uns gibt es jetzt Essen. Das heißt, es ist alles schief gelaufen, was man konnte. Dann warte ich jetzt bis Tag ist nach dem Essen.
dann fange ich langsam mit dem Hausbau an. Dann wird das hier so eine kleine, ja, eine kleine Info, ja, wie soll ich es nennen, ein kleines Infovideo wegen der Musik und so, ein paar Neuigkeiten, ein kleines Testvideo. Eigentlich bin ich mich jetzt nur am Rausreden, weil die Folge scheiße geworden ist. Im Endeffekt ist halt so, kann man jetzt nicht mehr ändern und neue Aufnahmen habe ich jetzt auch keine Lust. Ich meine, ich Let's Plays, ja, da soll ja dann gezeigt werden, was auch passiert. Und dann sieht man halt auch, dass es auch einfach mal bei einer Aufnahme fett daneben gehen kann. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Lars. Ciao.